Hallo liebe Campingfreunde, da steht er nun, mein neuer schöner Bus. Ich habe ihn euch ja schon in einem anderen Video gezeigt und gezeigt, was der für kleine Macken hat. Wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, ich verlinke euch das gerne. Jetzt soll es darum gehen, um die Verbesserungen. Ich habe ein paar fleißige Helfer gehabt. Wir haben hier ein bisschen an dem Auto rumgewerkelt. Es wurde ein bisschen gemalert. Das zeige ich euch jetzt gleich mal, wie wir das hier ausgebessert haben. Also, der schöne T5-Bus hatte ja überall ein paar Roststellen. Am Schweller unten war es ziemlich verrostet, also hier und hier. Am Auto insgesamt, hier an der Benzinklappe oder Dieselklappe, auch hier an den Türen waren überall Roststellen. Ich habe mir hier eine Farbe bestellt, die Busfarbe von der Post, also gelb, ganz genau den Farbton. Dann haben wir das Ganze ein bisschen abgeschliffen, alles mit der Hand. Da hatten wir uns dann noch so ein Stück Holz genommen, damit das ein bisschen Stabilität hat. Ordentlich geschliffen, abgefeilt und danach wurde das Auto mit gelber Farbe gestrichen. Man sieht es natürlich, es ist immer ein kleiner Unterschied. Wir haben das mit dem Pinsel gemacht. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht jetzt nicht ganz so ordentlich geworden, aber der Rost ist erstmal weg. Das ist die Hauptsache, damit das Auto erstmal den Winter überlebt. Es hat ziemlich lange gedauert, dass die Farbe getrocknet hat, obwohl es jetzt immer so schöne Temperaturen noch waren. Nichtsdestotrotz waren bestimmt 2-3 Tage, ehe die Farbe dann richtig trocken war. Aber es wurde auf dieser Seite ordentlich ausgebessert. Man sieht es hier doch ein bisschen. Also hier ist eine Stelle gewesen, hier ist eine große Stelle gewesen. Das ist jetzt aber alles schön gelb, hat alles wieder Lack drauf. Und da sollte das jetzt eigentlich den Winter über ganz gut halten. Es kann natürlich sein, dass wir das irgendwann nächstes Jahr wieder ausbessern müssen. Aber das ist schon ganz gut gelungen, bin ich recht froh. Auch hier ist eine große Stelle gewesen, da wurde ordentlich drüber gestrichen. Ja, Farbe passt, denke ich, ist ungefähr in dem Farbton. Und man sieht nichts mehr von dem Rost. Das ist erstmal die Hauptsache. Wir gehen mal rum. Dann war an der Kofferraumklappe, war auch unten hin ein bisschen Rost. Hier unten sieht man es. Das wurde dann abgeklebt mit so einem Klebeband und dann auch abgefeilt und einmal komplett drüber gestrichen. Das heißt, das ist jetzt auch wieder sehr schön geworden. Gefällt mir sehr gut. Dann war hier unten noch eine Delle drin gewesen, hier in der Kofferraumklappe. Die haben wir einfach mit der Zange rausgezogen sozusagen. Nochmal ein bisschen dagegen geklopft und auch drüber gestrichen. Und jetzt sieht es fast aus wie neu, würde ich sagen. Da gehen wir mal rum. Auf der Seite, also der Beifahrerseite, war eigentlich der größte Schandfleck. Den sieht man ganz deutlich im ersten Video. Hier war ein kompletter Kratzer. Da war die sicherlich mal irgendwo lang geschliffen. Und hier unten war eine ganz große Roststelle. Also die war bestimmt an dieser Fläche groß. Und die ist jetzt komplett gerade. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert hat. Die gibt es im Baumarkt. Nennt sich Füllspachtel inklusive 5 Gramm Härter. Kleine Dose, kostet vielleicht so 15 Euro. Das wurde auf die Stelle aufgetragen, erstmal ganz dick. Dann musste das trocknen, eine Stunde ungefähr. Und dann konnte man dann auch richtig schön mit Schleifpapier rübergehen und konnte sozusagen diesen Lackfehler hier ausbessern. Das war ja wirklich, also man hat gesehen, wie dick der Lack vom T5 ist. Waren bestimmt 2-3 Millimeter. Das wurde gefüllt mit der Spachtelmasse und dann einfach nochmal drüber geschliffen und die Farbe aufgetragen. Dadurch ist es wieder halbwegs in Form, sieht richtig gut aus und man sieht nichts mehr von dem Rost, der vorher war. Vorher war ja auch wieder alles abgeklebt. Dadurch ist hier so eine kleine Kante. Und die Tür wurde auch nochmal mit der Farbe, mit der gelben Farbe gestrichen. Jetzt sieht man nichts mehr von dem Kratzer, jetzt sieht man nur noch ein bisschen den Unterschied. Das stört mich aber gar nicht. Das hat gut funktioniert, es ist jetzt alles trocken, meine Hände bleiben nicht mehr kleben und haben keine gelben Rückstände mehr. Das waren die ersten Reparaturarbeiten an dem schönen T5-Bus. Und jetzt zeige ich euch noch meine neue Sitzbank. Das ist das gute Stück. Ich bin richtig froh. Diese Bank ist gebraucht. Die hat 400 Euro gekostet, habe ich im Internet gefunden. Finde ich sehr gut. Die ist in 3 Teilen geliefert worden. Also einmal war das die Rückenlehne, die wurde geliefert. Dann war das hier einmal die Sitzbank, die wurde einzeln geliefert. Und ihr seht, man kann die hier so schön aufklappen. Die hat hier eine wundertolle Staufläche. Dieses Teil, diese
Metallkiste wurde auch noch separat geliefert. Das heißt, wir haben die Bank erstmal zusammengeschraubt. Die war ja schon eingetragen im T5. Also der hat in der Zulassung 3 Sitze eingetragen. Demzufolge waren die Schrauben hier in der Karosserie schon reingebohrt. Ich musste also nur noch, oder wir mussten nur noch, diese 6 Schrauben hier innerhalb der Kiste befestigen. Dann ist die schön stabil. Und dafür brauchten wir dieses Werkzeug. Das sind keine normalen Schrauben gewesen, sondern das nennt sich Vielzahnschlüssel. Das sieht man auch hier am Gurt. Der hat hier keine, also das ist kein Kreuz oder irgendwas oder kein Stern, sondern das sind hier, glaube ich, 12 Zähne. Und dafür braucht man einen extra Schlüssel. Ich zeige euch das mal. So sieht das Werkzeug aus. Gab es auch im Internet zu bestellen. Mit einer Ratsche konnte man dann hier und auch hier unten die Schrauben befestigen. Das war eine ganz schöne Arbeit. Ich war froh, dass ich nicht alleine war und das alleine machen musste. War auch ganz schön, also nicht schwierig, aber zumindest, da mussten schon mal ein paar kräftige Hände mit anpacken. Ja, der Sitz ist jetzt hier fest. Ich habe hier eine wunderbare Staufläche. Hier kann ich jede Menge Sachen lagern. Hundefutter, Warnweste, Warndreieck, alles, was da so reingehört ins Auto. Und man kann jetzt hier natürlich zu zweit fahren. Das ist richtig gut. Also eigentlich zu dritt. Aber hier können 2 sitzen. Richtig toll. Die sieht richtig ordentlich aus. Dafür, dass die gebraucht ist, bin ich richtig froh. Keine Schandflecken. Also sieht fast aus wie neu. Ja, und wenn dann hier irgendwann mal noch der Gurt angebracht wird, der wurde ja hier abgeschnitten. Warum auch immer, weiß kein Mensch. Aber dann werde ich nochmal die Bank ausbauen müssen, weil ich sonst nicht an die Verkleidung hier rankomme. Ja, das sind eigentlich noch, ja, das sind eigentlich so noch die nächsten Sachen, die gemacht werden müssen. Jetzt können wir schon zu zweit fahren. Hier in der Mitte ist schon ein Gurt. Aber der letzte Gurt hier, den möchte ich auch noch gerne haben, damit wir dann auch hier zu dritt fahren können. Ja, als nächstes werde ich hier für den T5 mir noch eine Hängerkupplung besorgen, damit die Fahrräder dann nicht hinten im Kofferraum liegen müssen, sondern einfach auf einem Fahrradträger. Das wird dann richtig praktisch. Ihr kennt es ja sicherlich noch aus meinen Videos von dem Caddy. War das alles immer ganz schön rumgebastle und rumgeschiebe und verstauen und umpacken. Dieses Problem wollte ich mit dem neuen Auto lösen und das wird dann auch die Hängerkupplung sein. Ja, das sind eigentlich so die nächsten Anschaffungen, die ich hier haben werde mit dem Auto. Und dann kann es eigentlich schon fast zum nächsten Campingurlaub gehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte, bitte, bitte abonnieren, kommentieren und ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.